Bin ja live. Hab gerade am Handy herumgefummelt. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 2. So, wir sind kurz vorm Ende. Das Spiel geht höchstens noch 3 Stunden. Und da ist der starke Numa. Den müssen wir besiegen. Mit F5 speichert man. Echt? Scheiße. Okay, das wusste ich jetzt wirklich selber nicht, dass man mit F5 hier speichern kann. Ich red mal mit dem da. Huch, also. Lass mich raten. Das ist der starke Numa und ich bin sein Schüler. Tja. Jetzt hast du mir den Spaß verdorben. Der starke Numa bricht Stieren den Hals, verbiegt Eisenstäbe und besiegt jeden. Wow. Numa. Sein Geheimnis sind Pilze und Kräuter aus Elander. Sie werden in der Morgendämmerung von jungfräulichen Priesterinnen gesammelt. Du kriegst sie jetzt zu einem sehr anständigen Preis. Cool. Danke. Dann zeig mal her die Pilze. So. Anabolikum. Okay, dann hätte ich gerne mal ein Glas Anabolikum, bitte. Möchte ich mir spritzen. Genau. Eins reicht mir. So. Und wenn ich auch gerade dabei bin, kann ich das auch mal trinken. Ah, das trinkt man ja nicht so. Mann, ich vergesse jedes Mal, wie man das macht. Nein, das war das nicht. Ach so, stimmt, ihr spielt mit Controller. Ich Idiot. Ey, warte, ich muss mal meinen Controller anstecken. Habe ich komplett vergessen. Ich habe mich so oft. Huch! Auf den Livestream habe ich mich vorbereitet. Ach so. Ich habe mich auf den Livestream vorbereitet. Aber. Na. Jetzt aber. Ah, siehste? Auf dem Livestream habe ich mich vorbereitet, aber ich habe voll vergessen, dass ich mit Controller spiele. Denn ich spiele sowieso kaum Spiele mit Controller. Naja, toll, geht nicht. Warte, warte, ich muss hier nochmal. Ja, wenn ich jetzt und. Na. Jetzt, wenn ich jetzt hier. Also Vorsicht. Der will nicht. Muss ich Steuerung umstellen, ne? Ist ja scheiße. Also, das ist nicht. Das ist ja wirklich. Spielsteuerungsoption hier. Na. Gamepad. Geht das jetzt? Ah, siehste? Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, ich wollte gegen den kämpfen. Ich wollte erstmal Anabolikum. Da, das da. So, Trank trinken. So, Anabolikum da. Boah, es ist giftig. Alter Finne. So. Und? Ich habe leider keinen zweiten Bildschirm gerade hier, deswegen kann ich eure Kommentare nicht lesen. Ich versuche es vom Handy aus, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, deswegen. Ich bin noch relativ neu hier. Also, Numa? Was willst du hier? Mich streiten. Nee, ich will Arm drücken, ich will mich mit dem messen, mein Freund. Bist du der starke Numa? Und du? Jemand, der wissen will, ob man dich zu Recht so nennt. Dann komm in den Zirkus und guck dir an, wie ich Eisenketten zerreiße. Du klopfst doch nur Sprüche. Du beleidigst den starken Numa? Geld her. Los geht's. Ja, gerne, gerne. Lass uns kämpfen. Wie gesagt, ich werde immer alles verdoppeln. Ach komm, ey. Jetzt. Mit dem Controller ist es so schäbig. Na. Na komm schon. Jetzt. Es ist so doof. Na. Na, jetzt. So. Ich war schon immer neugierig. Mal gucken, wie stark der ist. Der Eisenketten. Und dein Ernst? Loser. Mann, ich mach grad nichts. Ich berühre noch nicht mal einen Joystick oder so. Und das war's. So, gewonnen. Tja, Anabolikum. Bei den Möpsen der Melitele. Mich hat noch nie einer besiegt. Tja. Es gibt immer ein erstes Mal. Wenn bekannt wird, dass der starke Numa verloren hat, fliege ich aus dem Zirkus. Der starke Numa muss ungeschlagen bleiben. Nimm dies hier und halt dicht. Danke. So, ich sag nichts weiter und ich bin um 200 Ohren reicher. Oder 200? Sind es mehr als 200? Oh, sogar 400 Ohren reicher. Gut. So. Oh, Hühnchen. Oh, zwei Hühnchen.
Ich gehe mal hier entlang. Ich kenne mich hier kaum aus, also frag nicht. Wenn ich mich mal verlaufen sollte. Deine Existenz beleidigt die Götter. Tja. Dann, Pech. Was ist hier? Ne, da komme ich nicht rein. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Hier oben war ich noch nicht. Hier ist nichts. Gut, auch gut. Wenn hier nichts ist, ist auch gut. Der Numa war hier, ne? Ich komme von da, ne? Komme ich von da? Oh. Wo bin ich hier? Ah, stand da gerade Kanalisation? Ja, es riecht hier nach Kanalisation. Zurück. Ich habe hier nichts verloren. Noch nichts? Da gehen wir später hin. Versprochen, versprochen. Ruckel, speichern. Jetzt ist gespeichert, nicht geruckelt. So. Hört man mich? Ist alles in Ordnung? Könnt ihr mir das mal sagen? Wäre lieb. So, da vorne. Stimmt, dahin wollte ich ja. Oh. Wen sehe ich denn da? Dich kennen wir ja. Hexer Geralt, Meister im Aufspüren quadratischer Münzen. Tja. Was willst du? Beim letzten Mal kam uns noch Zivik in die Quere. Heute bist du allein. Los, kämpf! Gerne, gerne. So, ganz einfach. Wir sind sowieso der beste Kämpfer der Welt. Deswegen, bams. Wir haben sogar gegen Mike Tyson gewonnen. Oder ein Typ, der so aussieht wie er. Bams. Ich wünschte... Huch, ah, Mist. Jetzt habe ich einfach aus Reflex irgendeinen Knopf gedrückt. Ich wünschte... die hätten das ein bisschen anders da gemacht. Oder halt ein bisschen variantenreicher. Oh. Oh. Aua. Ich krieg dich noch dran, Spitzel. Mhm. Versuch das nicht nochmal. Hat wehgetan. Level aufstiegen, nochmal, wow. Aber die Quest ist nicht beendet, dazu können wir nochmal gegen... Offene Rechnung. Mal gucken. Offene Rechnung, offene... Na? Traf Geralt, bla bla. War's das jetzt mit dem? Ne? Ja, das sollte es jetzt gewesen sein mit dem. Okay. Okay, okay. Okay, Comfrey. Bei welchem Lied war das? Boah, vergessen. Hier waren wir, ne? Ah, hier waren wir noch nicht. Bevor ich da hingehe, da war noch ein Typ, mit dem ich reden wollte. Hab ich voll vergessen. Also, wo bist du? Nein, das bist du nicht. Du auch nicht. Du genauso wenig. Hm, da, nicht du. Du? Nee. Da. Ah. Hallo. Ich bin Geralt. Bras von Ban Art. Ich kenne dich noch aus Tanet. Hab dich auch in Ochsenfurt gesehen. Offenbar begegnen wir uns nur auf elfischem Boden. Vielleicht. Aber dich führt sicher nicht das Verlangen her, mit mir über Elfenruinen zu reden. Nö. Im Gegenteil. Elfenruinen finde ich hochinteressant. Im Ernst? Aber Elfenbauten sind nicht halb so interessant wie die von Gnomen. Selbst das verfallene Loch Muin ist beeindruckend. Zu Zeiten der ersten Kammer muss es hier wunderschön gewesen sein. Vorm Krieg war alles besser, wie es so schön heißt. Die Quellen, die Geoffrey Monk hierher geführt hat, haben sich bestimmt vor Staunen die Hälse verrenkt. Ich kann mir Hen Gedümdeit nicht als gaffenden kleinen Jungen vorstellen. Bist du ihm begegnet? Ach ja, in Tanet. Sein Tod war ein großer Verlust. Siehst du, Geralt? Die Alten jammern ständig, dass die Welt immer schlechter wird. Die Werte verändern sich. Das Kleine verdrängt das Große. Ja, aber in Tanet ist tatsächlich eine Epoche zu Ende gegangen. Die Welt ist erwachsen geworden und hat ihre Unschuld durch Gewalt verloren. Diese erwachsene Welt schert sich nicht mehr um Meister der Magie oder legendäre Helden. Das ist es ja. Die Menschen von heute kommen wunderbar ohne Zauberer, Hexer und Helden aus. Das stößt wohl nicht bei allen auf Verständnis und Zustimmung. Du bist zu klug. Du wirst dich in Schwierigkeiten bringen. Wechseln wir das Thema. Gerne. Ich brauche eine Waffe. Eigentlich wende ich mich an dich als Waffenkundigen. Ich bin kein Fachmann. Du bist der beste Schwertschmied unter den Zauberern.
Dabei interessieren mich eher die materiellen Kulturschätze anderer Rassen. Ich brauche einen soliden materiellen Kulturschatz für meine Faust. Ich kann mir denken, dass es da zwingende Umstände gibt. Tja. Kannst du mir helfen? Da weiß bestimmt nichts über die wilde Jagd, aber... Kannst du mir etwas über dieses Manuskript sagen? Hm. Meine Güte. Kein Zweifel. Ist dir klar, was du da in den Händen hältst? Ein Magier hat mir gesagt, dass dies ein uraltes Ritual zum Beschwören von Geistern ist, die über die Erde wandeln. Und mit denen man paktieren kann. Dieser Magier hat dir Unsinn erzählt. Die Frans wussten ihre Schätze hervorragend zu sichern. An einigen Orten haben sie Wächter aufgestellt, die sich aktivieren, wenn jemand mit einem Geleitbrief wie diesem hier auftaucht. Er enthält Worte der Macht. Man muss die entsprechende Losung sagen, damit sich der Durchgang zur Schatzkammer öffnet. Wie verwendet man ihn? Nichts ist umsonst, mein Bester. Diese Information aber, komm schon bitte. Na? Damit der Wächter dich durchlässt, musst du die Bedeutung der Wörter nicht kennen. Du musst die Wörter nur richtig aufsagen können. Pass auf, hier haben wir den Satz. Nanna Kanpa Zi Udu. Yalala Gat Exa Nanna Zi Udu. Zi Gat Kanpa Nibit. Nanna Kanpa bedeutet, lies vorwärts. Soll ich mir das jetzt merken? Nanna Zi dagegen heißt, lies rückwärts. Findest du also einen Wächter, der auf den Geleitbrief reagiert, dann fang mit den Wörtern nach Nanna Kanpa an. Lass Nanna Zi aus und lies den Rest von hinten nach vorne ab. Danke für deine Hilfe. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ja, ich tue nur so. Da ist Rorsch, aber mit denen rede ich erst später, nachdem ich mich umgeguckt habe, komplett. Die Kanalisation war dort hinten. Nee, da hinten. Aber ich kann mir sowieso nichts merken. War die hier hinten? Die war hier hinten, oder? Ja, die war hier. Auf zur Kanalisation. Lok Muni. Oder Muin, wie die sagen. Kann ich so speichern noch? Ja. Also ich kann noch auf der Tastatur speichern, finde ich gut. So. Vor vielen hundert Jahren. Was hat er gesagt? Wir sollen es rückwärts dann vorwärts lesen. Also, Zi Uduya. Zi Uduya. Lala. Hoch. Lala Gat. Exa Nibit. Kanpa. Warte, hier. Kanpa. Gat. Uduzi. Ich kann die Sprache auswendig. Ich bin halt ein Profi in allem. So, wo sind wir jetzt? Wir sollen höchstwahrscheinlich jedes Feuer hier entfachen. Die Frage ist jetzt, in welcher Reihenfolge? Das ist halt sehr wichtig, weil die Nase juckt. So, folgende Situation. Die Dinger sind hier an. Und da sind halt drei Dinger an. Wir sollten halt alle anmachen. Die Frage ist halt, wie? So werde ich euch gleich sagen. Ich habe vergessen, das zu googeln. Wartet ganz kurz. Also, ich tue so, als würde ich noch überlegen, ja, was könnte man hier machen? Also, wenn man jetzt das machen würde, dann würde das hier aktiviert werden. Boah, aber das zu aktivieren, ist schon schwer. Also, boah. Ich habe falsch gegoogelt, wartet. Ja. Also, dieses Feuer aktiviert das. Wenn ich das mache, dann gehen die hier an. Und wenn ich das dann so mache, dann passiert Folgendes. Und zwar, dann passiert halt das. Aber wenn ich das jetzt mache, dann passiert das.
Sehr interessant, ja. Also wenn ich das dann so mache, dann mache ich das halt so und das ist nicht zurückgegangen, scheiße. Ja. Und. Oh, Leute, schneller, verdammt. Ja. Puh, wie ging das nochmal? Also. Es ist lange her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Also, ja, also Feuer hier und. Scheiße. Es ladet die Seite nicht. Nein. So, warte. Mist, Feuer, Feuer, welches Feuer mache ich bloß an? Das ist so merkwürdig, so knifflig. Welches Feuer ich bloß anmachen soll, weiß ich nicht. Also. Ah, es fällt mir ein, es fällt mir ein. Mir ist es eingefallen. Was? Achso, warte ganz kurz. Okay. Warte. Okay. Was? Ich hab's wieder vergessen, also. Okay. Einmal das hier. Dann das hier. Na. Scheiße, wo ist hier die 7? Was brennt? Gesundheit? Okay. Dann das. Dann habe ich jetzt alle ausgemacht? Cool. Das kann nicht jeder. Na. Mist. Da muss ich das hier wieder anmachen. So, ich muss jetzt wieder Try and Error machen. Tut mir leid. Na. Jetzt geht das da aus, ne? Mist. Es brennt immer wieder nur eins. Warte, das ist die Nummer 6. Die Nummer 6 wird die 4. Die da macht das an. Ne, ist wieder an. So, aber wie mache ich die Nummer 4 an? Mit der 1. Was ist die 1? Die war hier. So, 0. 2 war das da, ne? Mist 6. Die Nummer 4, das war wieder die hier. Aber was macht die Nummer 4 an? Die 1. Jetzt brennen doch alle. Mua. Chabbala, chabbala, alle haben alle haben. Ja. Mist. Mist, Mist, Mist. Es brennt wieder nur eins nicht. Warte, die. Was, wenn ich jetzt die 1 anzünde? So, dann brennt die 4 nicht und die 1 nicht. 4 und 1, 4 und 1, 4 und 1, verdammte Scheiße. 4 und 1. Es gibt nichts, was 4 und 1 anzündet, Mist. Guacamole. Boah. So, wenn ich jetzt das hier anmache, dann sollte die 4 angehen, deswegen mache ich das an. Ey, das ist 0 und 5. 0 und 5, 0, 5, 0, 5 gibt's nicht. Scheiße. Dann zünde ich das an, dann geht das aus, dann zünde ich das an, dann geht das da nebendran auch aus. Na? Na, scheiße.
Deswegen mache ich jetzt das hier an, dann gehen beide an. Also nee, dann geht das da aus, dann mache ich das da an. Na? Na, scheiß die Wand an. Na, jetzt aber. Ja, so funktioniert's. So und nicht anders. So, ich speichere mal. Ich weiß, ich kenne den Kampf, deswegen habe ich das beim letzten Mal herausgefunden. Deswegen trinke ich direkt mal was. Und ich habe 4 Talentspunkte, cool. Mache ich gleich. Regeneration im Kampf. Ich nehme das mal. Und ich nehme das hier. Nein, doch. Nee, ich nehme das hier. Okay. So, mal gucken, ob das so funktioniert. Ja, muss schon seinen Schweiß wegwischen. So. Ah, ich hatte noch Talentpunkte gehabt, Mist. So, lass dir. Und Charakter. Talentpunkte. Welches war das hier, wo er mehrere Gegner angreift? Na? Wo ist... Da. Nein. Nein. Da. Nein. Auch nicht. Schwert, nein. Nein. Das war's auch nicht. What? Ich find's nicht. Ah, da war auf jeden Fall eine Attacke, die halt, Schaden... also mehrere Leute angreifen lässt. Ah, da habe ich das schon. Ja. Da ist ich. Warum lese ich das nicht, ich Idiot? So. Ich speichere nochmal. Und los geht's. Hallo, alter Mann. Sei gegrüßt, Auserwählter. Wer bist du? Die Alten haben meiner Seele ihr herrlichstes Artefakt anvertraut, auf das ich diejenigen belohne, die auserwählt sind. Also man kann hier, man kann hier... Wie funktioniert denn dieses Artefakt? Ich kann damit bis zu einem gewissen Grad vergangene Fehler berichtigen und die Eigenschaften des Auserwählten besser an seine Wünsche und Vorstellungen anpassen. Ja. Aber denk daran, alles hat seinen Preis und er fällt bei jedem anders aus. Bereit? Ja, hier kann man sich einfach Reset Skillen, soweit ich verstanden habe. Also einfach nur Reset Skill, da kann man halt seine Skillpunkte neu verteilen. Was der Preis ist, ich habe keinen Plan. Aber das geht, wenn man irgendwie falsch geskillt hat. Aber ich finde meine Skills bis jetzt in Ordnung, deswegen lasse ich das auch so. Und nee, ich mach's lieber selbst. Ich finde, bei mir ist das Artefakt besser aufgehoben. Blinder, gieriger Narr. So stirb, Elender. Ja. Das Ding ist, der Typ ist verdammt, verdammt stark. Ach du Scheiße, mit dem Schwert. Also, damit ihr es wisst, ich hatte damals ein anderes Schwert, als ich das gespielt habe. Ein stärkeres habe ich mir gekauft. Und es hat viel mehr abgezogen als jetzt. Scheiße. Aua. Oh, oh, seine Viecher sind wieder da. Stopp. Ihr lernt es wohl nie. Mist, 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 Mist. Oh, jetzt muss ich hier warten, bis ich es geschafft habe.
bis ich wieder voll geheilt bin. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Mit dem letzten Schwert, ich habe 3 Schläge gebraucht und hatte den richtig down. Sind schon die Viecher gekommen oder 2 Schläge. Und jetzt, boah, das wird schwer. So, gegen diese Viecher braucht man Silberschwert, gegen den braucht man normales Schwert. Das ist halt das Sobe. Hallo, warum brenne ich? Oh! Oh. Hihihi. Oh, das ist wirklich schwer. Boah. Soll er ruhig seine Viecher angreifen? Hab dagegen nichts. Warum brenne ich jetzt? Ma. Also so ohne Waffen ist es total schwer, muss ich ehrlich zugeben. Also so mit so schlechten Waffen ist es sehr schwer. Also doof ist, ich kann hier jetzt auch nicht zurück, ne? Das ist doof. Also ich kann mir jetzt keine Schwerter holen oder sowas. Ich muss jetzt wirklich mit den Dingern durch, die ich hab. Oh Gott, das wird so schwer. Aber wir müssen da durch, tut mir leid. Sei gegrüßt, Auserwählter. Warum brennt ich? Oh Gott, warum? Aua. Bist du aber hässlich. Und? Boah, tot. Natürlich. Es ist nicht wahr. Kann ich nicht irgendwie noch weiter zurückladen, damit ich hier noch nicht reingehe? Ich versuch's mal. Dann komme ich hier später erstmal wieder rein. Neu laden. Wo bin ich hier? Hier bin ich in der Stadt, ne? Ja. Ja, ich habe mit den Typen schon gesprochen, ne? Oh Gott. Ich hoffe, ich hab's. Wenn nicht, ist doof. Warum habe ich gerade nur 40 FPS? Man merkt es auf jeden Fall. Ich bin Geralt. Oh nein. Sorry, muss jetzt hier wieder. Nein, ich möchte nicht. Aber der von dem habe ich übrigens die Schwerter, wenn es jemand wissen will. Der hat gute Schwerter. Jetzt aber. Damit der Wächter. So. Grüß dich. Ja, grüß dich auch. So, ich zieh schon mal mein Schwert. Oh, stimmt, die mögen es nicht, die mögen es nicht. Sorry, ich habe schon mein Schwert gezogen, sorry. Bereitet euch auf die letzte Lektion vor. Übrigens. Die letzte? Aber die da. Keine Diskussion. Es wird eine praktische Einheit sein. Ich rede einfach mal grüß mit der. Dich. Ich bin grüß Ilona, dich. Die Elfin mit dem Bart. Mit dem Bart? Stell dich nicht dumm. Eigentlich gastieren wir hier. Aber bei diesem Chaos will uns ja keiner sehen. Also, Plan B. Wir handeln. Was hast du denn zu verkaufen? Frisches Essen. Sehr lecker. Willst du was kaufen oder wartest du, dass mir der Bart wächst? Das zweite eher. Also man kann wirklich sagen, zeig dein Bart, aber das kostet 200. Und das ist sehr teuer. Deswegen mache ich das erst später, wenn ich gerade das Geld nicht mehr brauche.
Also, so wie es aussieht, brauche ich das Geld jetzt noch. Und rein da. Wir sind übrigens.